Ja, es ist ein Gewinn, weil ich habe eine Beschäftigung und ich werde eben, also es ist auch gut, weil man eben den Arbeitsablauf, also den Tag früh aufstehen und das ist eben gut, dass man sich dann an einen Job gewöhnen kann. Und das sind auch Grundvoraussetzungen. Eigentlich ist Inklusion und Integration dann auch eine Bringschuld der, wie soll man sagen, der Gesellschaft oder auch der Arbeitgeber, der Wirtschaft, wo es zunehmend schwieriger wird, Menschen, die jetzt nicht auf der Butterseite des Lebens sind oder die irgendwie sich halt auch schulisch nicht die Besten sind, noch in Ausbildungen unterzubringen. Davor, ich habe einmal Kellner probiert, aber habe einen Unfall gehabt und deswegen habe ich beides abbrechen müssen. Nach der Zeit hier möchte ich gerne einen Lehrberuf machen und wenn es geht, sowas wie Maurer irgendwas am Bau. Was so ein bisschen der Unterschied ist, ist der, dass wir bei Reparaturen dann auch Austauschteile anbieten, die jetzt nicht in der oberen Qualitäts- und Preiskategorie sind. Wir haben so bei den Preisen richten wir uns noch so, es gibt da so Vorgaben über das, wie viel Zeit dauert, welche Reparatur. Das ist so unsere Richtschnur, weil ja die Teilnehmer unterschiedlich lang brauchen, je nachdem, wie weit und wie fit technisch sie da bei dem schon sind. Natürlich, ich Mantel- weiß, und das kann ich natürlich Schlauchtauschen kostet verstauchen, logischerweise. 12,50 Euro, also exklusive das Material. Wenn man vorne und Ja, hinten das ist, Bremsen, ich weiß, Bremsklötze tauscht, kostet das dann 27 Euro. Was wir nicht machen, sind irgendwie Hightech-Räder, also die mechanischen Sachen bei E-Bikes machen wir sehr wohl, aber so die elektrischen Sachen bei E-Bikes nicht.